Hallo und herzlich willkommen auf dem Videokanal von Karin und Marco. Wir waren jetzt ja 5 Wochen in Italien, also einen guten Monat. Die Videos verlinken wir euch übrigens da oben mit der Playlist, falls euch das interessiert. Jetzt geht's weiter nach Norddeutschland. So, die grobe Routenplanung wäre über den Schwarzwald nach Trier, dann dort die Moselschlaufen anschauen, dieses Gebiet, dann weiter Richtung Friesland, also ganz ans Meer rauf. Und auf dem Nachhauseweg bei der Lüneburger Heide vorbei. So ist jetzt die Planung. Ob das dann wirklich auch so kommt, wie wir es geplant haben, wissen wir nicht. Das ist ja eben das Schöne, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Kann sich immer wieder mal ändern. Die erste Nacht verbringen wir übrigens hier auf diesem schönen Bauernhof, ganz im Norden der Schweiz, also auf dem Weg nach Deutschland, direkt an der deutschen Grenze in Hallau. Ist ein Weinbaugebiet. Es ist ein Landcamp.ch Hof, das ist so eine ähnliche Plattform wie das Deutsche Landvergnügen und hier haben wir prächtig geschlafen. Wir verlinken euch die Plattform Landcamp unten in der Videobeschreibung, gibt viele schöne Bauernhöfe in der Schweiz. Na, also bevor es weitergeht, machen wir noch eine kleine Biketour. Wir erkunden die Gegend noch mit dem Fahrrad ein wenig. Und nachher, wie gesagt, in den Schwarzwald und da nehmen wir euch natürlich gern wieder mit. Wir haben einen Brombeerenstrauch entdeckt unterwegs. Mega feine Brombeeren hat es dran. Wir haben die Grenze zu Deutschland überquert und der erste Stopp ist der Schluchsee im Schwarzwald. Jetzt fahren wir dann weiter in den Nordschwarzwald und dort werden wir auf einem Stellplatz übernachten. Das Wetter ist nicht so schön im Moment, aber morgen soll es wieder besser werden. Ich zeige euch noch kurz den Stellplatz am Walrand, heißt der. Der Stellplatz am Walrand befindet sich im Schwarzwald in der Gemeinde Hornbach, direkt beim Restaurant-Hotel Schöne Aussicht. Es gibt Ver- und Entsorgung und auch Strom kann gegen Gebühr bezogen werden. Das gleiche gilt für Dusche und Toilette, auch gegen Gebühr im Hotel benutzbar. Bevor wir weiterfahren, machen wir noch ein kleines Fahrradtürchen vom Stellplatz aus, und zwar auf den Hauenstein. Soll ein schöner Aussichtspunkt in der Nähe sein. Mal schauen, wie weit wir da über den Schwarzwald sehen können. Und dass wir im Schwarzwald sind, das sieht man hier ganz besonders eindrücklich. Wald, dunkel, Schwarzwald.
as it brushes right over my cheek. See the haze as it covers my eyes. Feel my body's intention no mind can destroy. As it rises and leaves me numb. Feel it all coming down. Feel it all coming down. As I stand in the way and I'm lost on. Die 30er Beschränkung in Deutschland, die wird konsequent eingehalten, im Gegensatz zu Italien, wo wir jetzt gerade waren. Dort kümmert sich kein Mensch um die 30 km/h auf Baustellen. Heute machen wir eine Wanderung zum Teufelstisch und zur Teufelsküche. Es wird also wieder spannend. Hier im Pfälzerwald gibt es ganz viele ganz bizarre Steinsformationen aus diesem rötlichen Fels, den ihr hier im Hintergrund seht. Wir sind gespannt. Feel my body's intentions, no mind can destroy as it rises and leaves me numb. Feel the wind as it's blowing. Das hier ist also der bekannte Teufelstisch, sehr eindrücklich. Wir sind jetzt auf dieser Teufelstour und immer wieder stoßen wir auf so beeindruckende, spezielle Felsformationen. Mal schauen, wo die Hirschlein sind. Ich zeige euch noch kurz den Stellplatz Hinterweidental im Pfälzerwald. Der Stellplatz Hinterweidental im Pfälzerwald ist von der Gemeinde zur Verfügung gestellt und ist kostenlos. Verfügt allerdings über keine Infrastruktur. What you're putting in. All your hopes and efforts. Im nächsten Vlog fahren wir ins Rhein-Mosel-Gebiet und begeben uns auf die Spuren des Rieslings. Es wird also schwindelerregend und beeindruckend schön. Zudem entdecken wir weitere spannende Orte. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und sagen bislang Tschüss und bis bald. With the wedding.